Dingsbums, da kommt auch noch mit dazu. Scheiße. Hallo Freunde, willkommen zurück bei nerd7.de. Nein, eigentlich Tech ist der zweite Kanal, wisst ihr ja, der sonst wäre nicht hier. Heute geht's um das Udophone Armor 13, nenne ich es. Eigentlich ist es das Power Armor 13 oder das Armor Power 13, so steht's geschrieben. Ich finde den Namen fürchterlich, aber ist nicht so schlimm. Es ist ein Smartphone mit riesengroßem Akku, 13.200 mAh, einem gar nicht so hohen Gewicht von 495 Gramm. Eigentlich eine Vollausstattung. Das Ganze liegt so bei 300 Euro und wir wollen uns das Ganze mal angucken. Ja, wer hätte es gedacht, es sieht aus wie ein Outdoor-Telefon. Es ist groß, es ist klobig, es ist auch wieder verdammt dick. 2,8 cm Dicke, ein Gewicht von 495 Gramm, ich habe es gerade schon gesagt. Es liegt, naja, trotzdem halbwegs gut in der Hand. Es ist aber halt einfach trotzdem ein Backstein. Ich sag's wie es ist ein Backstein, er ist groß, er ist schwer. Und ich würde es persönlich wahrscheinlich gar nicht nutzen wollen, weil es einfach viel zu schwer ist. Aber gemäß des Falles, man kauft sich das Gerät trotzdem, ist es haptisch zumindest in Ordnung. Ich muss allerdings für die seitlichen Tasten immer noch ein bisschen umgreifen. Ich komme da nicht direkt ran. Aber hier ist zum Beispiel der Fingerabdrucksensor, der Powerbutton, da komme ich gut ran. Und hier auf der linken Seite ist dann nochmal ein geriffelter Zusatztaster, den ich nochmal einstellen kann. Auch da komme ich dann relativ gut ran. Aber es ist halt, wie gesagt, im Gesamten ziemlich groß. Was die Verarbeitungsqualität angeht, ja, Metallrahmen, Gummierung, dick, geschützt, es ist sturzfest. Das Ganze ist natürlich IP68 wassergeschützt, die militärischen Standards, STRG, MIL, wie auch immer das alles sich schimpft, ist auch mit bei. Das heißt, zu bestimmten Temperaturen, bestimmte Wasserzustände und so weiter, kann man das benutzen. Gehen wir mal davon aus, das Ding fällt ins Wasser, dann hält es das auch aus und das macht es auch. Das konnte ich natürlich vorher schon testen. So, rückseitig sieht es natürlich auch so aus, wie es aussehen muss. Was man jetzt nicht sieht, ist hier dieser Bereich. Dort ist quasi NFC bzw. induktives Laden integriert. Also kabellos kann ich hier auch laden, dauert nur ein Weilchen. Wir haben hier oben einen 4er-Kamera-Setup verbaut. Die Hauptkamera ist eine Sony IMX 582, dann gibt es einen 8-Megapixel-Weitwinkelsensor, einen 2-Megapixel-Porträtsensor, der nennt sich in dem Fall dann Hochformat. Und dann gibt es nochmal zusätzlich einen 2-Megapixel, also der ist dann irgendwo anders, 2-Megapixel-Makrosensor. Auf der Vorderseite sieht es mit einer 16-Megapixel-Lochnotch ganz nett aus. Was ich auch direkt gleich dazu sagen muss, es gibt eine Notification, eine LED-Notification. Ist ja mittlerweile Seltenheit geworden, man hat es hier mit oben integriert. Hätte man die Kamera da eigentlich auch mit hinpacken können. Was das Display angeht, misst es 6,81 Zoll bei einer Auflösung von 2400 x 1800 Pixel, also Full HD Plus mit 60 Hertz, ein IPS-Panel, das sieht man jetzt vielleicht nicht. Ich frage mich, wann dann mal irgendwann die AMOLED-Panels vielleicht eingebaut werden. Ich denke, das wäre dann auch der nächste Schritt. Toll genug sind die Geräte ja mittlerweile auch geworden. Was das Display selbst angeht, habe ich hier um die Lochnotch so leichte Schattenwürfe und eine relativ unregelmäßige Ausleuchtung. Wenn ich einen ganz klaren weißen Hintergrund habe, fällt im Betrieb oder in der Nutzung aber nicht wirklich auf. Ja, wenn es um die Anschlüsse angeht, sind hier tatsächlich mal ein, zwei Anschlüsse mehr vorhanden. Hier haben wir einen USB-Typ-C-Port, also 2.0, keine Videoausgabe möglich. Und daneben gleich ein 3,5er Klinkenstecker, das Ganze unter einem dicken Gummi geschützt. Das sind quasi schon die Anschlüsse, die ich benutzen kann. SIM-Karte, Dual-SIM-Fähigkeit ist natürlich gegeben. Ich kann natürlich auch den Speicher erweitern. Und was aber auch sehr interessant ist, das ist jetzt kein Anschluss, eher noch ein Feature, was ich jetzt am Anfang nicht genannt habe, und zwar ein Infrarot-Entfernungsmesser. Das heißt, hier vorne kommt so ein Laser raus und dann könnt ihr per Software dann die Entfernung messen. Also so wie man das von Bosch und anderen Geräten her kennt, ist das hier in dem Telefon gleich mit integriert. Ja, kommen wir zum Lieferumfang. Auf dem Gerät ist auch eine Schutzfolie integriert oder aufgetragen. Das ist der SIM-Schlitten. Da sieht man halt Dual-SIM-Fähigkeit bzw. halt einfach den Speicher zu erweitern. Übrigens wird hier nur 4G unterstützt, 5G nicht. Kommen wir gleich beim SoC nochmal dazu. Ansonsten von USB auf Typ C ein Adapter, ein Typ C auf Typ C Kabel, ein Netzteil mit 33 Watt Ladetechnik oder Schnelllademöglichkeit. Das ist tatsächlich auch ein Novum, mehr oder weniger bei den Autotelefonen. Quasi auch auf Typ C. Und dann gibt es noch, falls wir mal halt im Prinzip mal einen USB-Port brauchen, einen USB auf Typ C Stecker, stecke ich einfach rein und dann kann ich das Ganze auch an den PC anschließen. Ich habe hier noch ein bisschen was zu stehen, das wollen wir uns natürlich auch anschauen. Einmal das Accessory Package, das heißt, hier sieht man schon, da ist ein Haken mit drin, ist nochmal eine Hülle mit dran, um das geschützte Telefon nochmal zu schützen und um sich das Ganze auch irgendwie anzuklipsen. Ob das jetzt, wie gesagt, dann wirklich hilfreich ist, das muss man für sich selbst entscheiden. Praktisch könnte es durchaus sein, gerade wenn man vielleicht euer Gerüstkletterer oder Toner ist oder irgendwas in die Richtung. Und dann gibt es noch diese ansteckbare Endoskopkamera und die ist auch ganz interessant. Das kann weg. Und zwar hier an der Seite ist noch eine Schraube, die müssen wir erstmal wegmachen. So. Dann nehmen wir das. Da haben wir hier unten so einen Haken, den haken wir hier ein und schrauben das
Ganze, das ist ein bisschen unhandlich, nochmal fest. Und dann springt auch direkt die Kamerasoftware an, also von diesem Endoskop-Teil. Und dann kann ich mir quasi Nahaufnahmen von bestimmten Dingen anzeigen lassen. Als Video, als Bild 720p. Ist jetzt nicht besonders schön, aber ist vielleicht durchaus praktisch, weil man kann ja irgendwo in den Kanal reingehen und dann mal gucken. Und dann habe ich einfach mal zum Beispiel mein Auge damit abgeknipst. Wie gesagt, es ist keine mega große Auflösung, das ist wahrscheinlich so 1 Megapixel oder 0,3 Megapixel, keine Ahnung. Ist es nicht sehr scharf, aber man kommt sehr nah ran. Man sieht auch, dass hier vorne quasi Licht dran ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz praktisches Gadget, wenn man es brauchen sollte. Es spricht quasi wie vorne mit dem Entfernungsmesser. Ich habe es ja vorhin erwähnt, wir haben einen seitlichen Fingerabdrucksensor. Wenn ich da drauf drücke, dann entsperrt das Gerät auch. Allerdings dauert das relativ lange. Also man sieht schon, so 1,paar Sekunden nimmt das Ding schon in Anspruch. Allerdings die Fehlereingaben, die habe ich jetzt irgendwie nicht so großartig drin. Also es liest ja mit einem eingelesenen Daumen ziemlich gut. Es ist wie gesagt ein Fingerabdrucksensor, der Powerbutton ist hier oben. Wenn ich den jetzt drücke und dann versuche per Face Unlock zu entsperren, geht das auch eigentlich mit der gleichen Geschwindigkeit. Wenn das Licht passt, also wenn es nicht zu dunkel ist, dann klappt das mit dem Face Unlock auch ganz gut. Kommen wir zum System. Das Ganze ist wieder relativ unangepasst. Also es gibt nur 1, 2, 3 Apps, zum Beispiel das Endoskop-App, die Outdoor-Tool-App oder den Entfernungsmesser-Laser-App. Das Ganze wird angetrieben von einem MediaTek Helio G95 mit 2,05 GHz in 12 Nanometer gefertigt. Der ist auch sehr flott und sehr schnell, ist quasi so auf der Höhe von einem Dimensity 700, 800 in dem Dreh. Also sieht man hier, das geht schnell, das ist unsere App gerade mal einfach mal kurz so durchgeswitcht. Oder ich mache mal einfach den Entfernungsmesser an, zustimmen, schon wieder, das habe ich aber schon mal gemacht. Dann schalte ich den ein und dann mache ich Infrarot an und dann sieht man hier den roten Punkt. Wo ist er denn? Da ist der rote Punkt. Und dann kann ich quasi die Entfernung messen und Testing. Und dann sind wir da bei 44 cm. Tatsächlich ist die Genauigkeit auch ziemlich gut. Wir haben das mit einem Bosch-Gerät direkt da parallel zugemessen. Und bei großer Entfernung gab es nur 0, irgendwas Abweichung, also im Millimeterbereich. Bei uns, also vielleicht so maximal 5 mm, würde ich jetzt behaupten, ist mit eingebaut. Ob man das tatsächlich jetzt wirklich braucht, keine Ahnung. Aber die App ist ein bisschen umfangreich. Man hat so einen Bereich, man kann Volumen errechnen und Pythagoras und so weiter. Ist durchaus bestimmt nicht schlecht. Mein Problem aber ist halt einfach das hohe Gewicht. Ne? Man muss halt immer bedenken, man hat die 500 Gramm. Okay, zurück zum System. Wie gesagt, die Apps laden schnell, da gibt es überhaupt keine Probleme. Lese- und Schreibraten kommen wir gleich zu. Da sieht man auch, dass das gut ist im Prinzip vom System her. Und ja, einfach mal so eine Weiterleitung. Ihr seht, es funktioniert. Also ich glaube, das brauche ich gar nicht großartig zeigen. Über das System, da schauen wir natürlich auch nochmal rein. Power Armor 13 nennt es sich dann doch. Da haben wir den richtigen Namen drauf. Android 11 haben wir hier drauf. Ein Update wird wahrscheinlich nicht eintrudeln, also zumindest kein Versionssprung mehr. Ein kleines Update ist eingetrudelt mit kleinen Verbesserungen. Android Sicherheitsupdate ist vom 5. Mai 2021. Da passiert vielleicht noch was, vielleicht auch nicht mehr. Ich würde eher sagen, nein. Ansonsten gibt es nicht großartig was zu entdecken hier. Also unter Display kann ich dann den Dunkelmodus machen. Ich habe Nachtlicht und so weiter. Also, dass man das dann automatisch regeln lässt. Ich kann Hintergründe, Startbildschirmeinstellungen, Bildschirmschoner und so weiter und so fort. Aber so richtig anpassen kann ich dann eigentlich nicht viel. Man hat halt eben nur lebendig oder cool. Und ja, das sind dann so im Prinzip die Dinge. Was mich persönlich jetzt so ein bisschen stört, ist quasi die minimale Anreihung der Symbole. Also ich kann hier dann leider nicht auf 5x5 machen, zum Beispiel, um halt einfach mehr Symbole, ich nenne es mal auf dem Desktop, einfach abzulegen, sondern ich habe halt ja wenig Platz. Das finde ich tatsächlich schade, weil es wirkt halt einfach, als wäre das nur eine 720p-Auflösung. Aber wie gesagt, wir haben ja Full HD+. Da haben wir dann auch das Update, ja, Optimization System, mehr steht da jetzt nicht drin. Ob da nochmal eins kommt, ist schwer zu sagen. Hier ist dann halt eben nochmal das mit dem Layout, war ein bisschen versteckt, 4x4 oder 5x4, mehr geht leider nicht, finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber das System ist sauber, keine Schad- oder Mail-Software oder irgendwas anderes, also kein Viren, nichts, das ist schon mal gut. Die Google-relevanten Tests sind auch bestanden, so wie das sein muss. Dann haben wir ja Wideband-Level, allerdings wieder nur L3. Das heißt hier Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus und Co. Die werden nur in SD-Qualität dargestellt. Ansonsten ist das Kamera-API-Level aber offen. Das heißt, hier könnte man dann auch ohne Probleme eine andere Software benutzen. Würde ich sogar raten dazu. Und ansonsten die Lese- und Schreibraten. Da muss ich tatsächlich sagen, hier schneidet das Gerät eigentlich gar nicht mal so schlecht ab. Also beim sequentiellen Lesen sind wir bei 516 MB in der Sekunde. Und beim sequentiellen Schreiben fallen wir ein bisschen ab, sind wir bei 203 MB in der Sekunde. Und Random Read sind wir bei 153 MB in der Sekunde. Und ja, beim Schreiben fallen wir auf 30 ab.
Klingt jetzt erstmal ein bisschen negativ. Tatsächlich fällt jetzt im System aber nicht auf, dass hier irgendwie irgendwas gelesen oder geschrieben wird. Der Arbeitsspeicher läuft mit 20 GB in der Sekunde. Auch das ist sehr, sehr flott. Das heißt, hier haben wir eine Anbindung von LPDDR4X bzw. die Speicheranbindung UFS 2.1. Im Gesamten, wie gesagt, eine gute Performance. Das sieht man dann auch hier am AnTuTu-Benchmark. 348.000 und paar zerquetschte beim ersten Mal bzw. 348.000 paar zerquetschte beim zweiten Durchlauf. Das sieht schon mal vernünftig aus. Die anderen Benchmarks sind dann auf dem gleichen Level, wie man das dann halt entsprechend mit der Performance erwartet. Und so ist man auf jeden Fall für den Alltag oder mehrere Tage Nutzung in normalen Situationen gewappnet. Was dann nicht ganz so schön war, war dann quasi die Abwärmelösung. Das heißt, beim Stresstest 15 Minuten voll komplette Auslastung des Systems haben wir dann letztendlich nur noch ungefähr 81% der Gesamtleistung verfügbar gehabt. Man sieht hier einfach dieses leichte Drosseln, fällt aber auch nicht im Alltag auf. Das Gerät wird nicht großartig warm, so ein bisschen handwarm. Das war es dann schon, aber da haben andere Geräte schon besser abgeschnitten. Hier hätte ich eigentlich erwartet, dass aufgrund der bis mehr Platzes dann auch die Wärme vielleicht einfach effektiver abgeführt wird. Aber das kann auch wieder am 12-Nanometer Prozessorverfahren liegen, weil der jetzt nicht ganz so taufrisch ist, der hier verbaut wurde. Beim GPS gibt es keine Probleme, wird schnell gefunden. Hier seht ihr dann quasi die unterstützten Satelliten, die wir dann auch empfangen konnten. So sieht das dann von hier aus. Genauigkeit liegt so zwischen 1 und 4 Meter im Schnitt. Die Empfangsqualität ist eher im gelben bis hellgrünen Bereich angesiedelt, schwankt so ein bisschen, ist aber in Ordnung. Man kann damit vernünftig navigieren. Das ist dann das Ganze mal von oben. Der Hardware-Kompass zeigt auch in die richtige Richtung. Dann war noch das Dualband-WLAN. Auch das funktioniert, ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Es hat nur so Durchschnittsraten von 260 Mbit in der Sekunde. Ich hatte auch das Phänomen, dass es dann manchmal nicht in das WLAN wieder reinwechseln wollte, beziehungsweise bei ein paar Meter Abstand zum Router dann einfach komplett das Signal verloren hatte. Nochmal angemacht und ausgemacht das WLAN, dann war es stabil und dann konnte ich den Test auch vernünftig durchführen. Es wechselt nicht auf 2,4 GHz, wenn man ein bisschen weiter weg ist, das ist in Ordnung. Also im normalen Alltag wird das auch für einen normalen Download passen und funktionieren. Die Internetgeschwindigkeit konnte man bei uns im Büro komplett ausreizen, also VDSL 100, mehr kommt dabei auch eigentlich nicht rum, also das passt. Genau, man kann damit ja natürlich auch telefonieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, 4G wird unterstützt, 5G aufgrund des Chipsatzes nicht. Der kann halt kein 5G, ist jetzt kein Beinbruch. Die meisten haben wahrscheinlich gar nicht so Vertrag. Qualitativ war das in Ordnung, war so ein bisschen schwankend. Mal wurde ich gut und oder semi-gut verstanden, war auf beiden Seiten im Prinzip so der Fall. Bluetooth 5.0 gab es keine Probleme, NFC gibt es keine Probleme. Wie gesagt, induktives Laden wird unterstützt vom 13.200 mAh Akku. Dauert aber entsprechend lange. Ich nehme es mal gleich vorweg, ungefähr 5 Stunden. Mit 33 Watt aufladen seid ihr natürlich ein bisschen schneller. Da gehe ich dann aber später im Akkubereich mit rein. Und wie gesagt, das Ganze wasserdicht, stoßfest und so weiter, wie man das halt einfach so gewohnt ist bei so einem Auto. Telefon. Kommen wir zur Kamera. Durchweg immer noch mit das Spannendste und Interessanteste, was man eigentlich so erwartet. Videoaufnahmen können mit 4K aufgezeichnet werden. Da oben sieht man das. Großartige Einstellungen habe ich nicht. Ich habe den Weitwinkelmodus. Ne, einfach hier runterzoomen, dann dauert das aber tatsächlich relativ lange, bis der umgeschaltet hat. Da gibt es auch noch ein anderes Problem. Kommen wir gleich zu. Es gibt halt den Profi-Modus, dann gibt es den Makrobereich. Auch hier sieht man, das Umschalten dauert ein bisschen. Und dann haben wir quasi noch ein paar kleinere Features. Hochformat ist dann quasi die Porträtfunktion, falls wenn ihr die suchen solltet. Ich erwähne es im Video aber nochmal. Ansonsten Frontkamera und auch da kann ich Hochformat benutzen. Ah, es hat heute irgendwie gar keine Lust, das Telefon. Eigentlich sollte es mit der Performance gar nicht das Problem sein. Okay, wir schauen einfach mal in die Kamera rein. Ja, dann kommen wir auch direkt zu der Kamera und tatsächlich zeige ich euch mal zwei Bilder, die gut geworden sind, und zwar das und das. Das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Man sieht hier eigentlich schöne Details. Der Schärfewert passt hier, die Farben sind ein bisschen kräftig. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Und dann kommen die normalen Bilder und dann sieht man, okay, hier in der Mitte ist das Zentrum des Fokuses. Links und rechts unscharf, verwaschen und verwackelt. Also der Detailgrad ist dann halt wirklich nur, oder die Details sind dann nur in der Mitte vorzufinden. Fällt halt tierisch auf. Es gibt einen AI-Modus, der pumpt einfach nochmal eine Kilotonne an Farben mit rein, kann man sich auch dementsprechend schenken. Und wie üblich gibt es natürlich auch Schwankungen in der Helligkeit des Bildes. Das heißt, der Dynamikumfang wandert mal hoch und mal runter. Das heißt, dunkle Bereiche werden dann heller, helle Bereiche werden dunkler und so weiter und so fort. Kennt ihr ja, je nachdem, wo man reinklickt. Aber auch hier sieht man halt einfach diese Unschärfe am Rand, mit der ich dann halt einfach nichts anfangen kann. Und in der Mitte selbst geht es schon, aber viele Details habe ich da auch nicht. Ja, das zieht sich so durch die Bilder durch, mal mehr, mal weniger. Und tatsächlich, die Linse ist sauber. Es sind einfach wirklich günstige Linsen, die hier verwendet wird. Und das
das fällt dann auf, wenn ich den Weitwinkelsensor anspreche, denn man sieht hier diese Ausfransung, diese Doppelkonturen, das farbige Lichtspiel, also das Rot an sämtlichen Objekten. Das spricht einfach nur für Reflexion in dem Linsenkonstrukt und ja, das erwarte ich eigentlich hier nicht. Und dann gibt es das andere Problem, dass der Weitwinkelmodus sehr spät auslöst und ich dann meistens irgendwie fast nur Bodenaufnahmen gemacht habe. Ne? Also ja, schön ist er nicht und brauchbar jetzt auch nicht unbedingt. Also von daher ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass es nicht funktioniert hat. Dann haben wir die Makroaufnahmen, die sind, je nachdem was ich abknipse, aber noch in Ordnung, obwohl ich hier schon so einen Grünstich in den Fingern habe und das ist garantiert nicht der Fall. Und hier auch so lilafarbene Abdriftung der Farben, ja, so vom Detailgrad ist es noch halbwegs okay, aber qualitativ kann man sich den 2-Megapixel-Sensor einfach schenken. Ja, denn nochmal die Hauptkamera, durchweg einfach mal aus der Hand gehalten, je nachdem, ob der Fokus sitzt oder nicht, sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier hat er nicht gesessen, das passt, aber trotzdem noch, es ist in Ordnung. Wie gesagt, die Unschärfe fällt da nicht ganz auf. Der Porträtmodus, also Hochformatmodus, falls wenn ihr das suchen solltet, der funktioniert so halbwegs gut. Es ist relativ gut abgetrennt, der Hintergrund ist unscharf, der Vordergrund ist scharf, an meinem Ärmel hat es hier nicht ganz geklappt. Vom Bild her ist es aber in Ordnung, also gerade was die Bildschärfe angeht, kann es hier dann wieder zeigen, okay, das funktioniert tatsächlich. Und man sieht auch, dass das dann halt im Prinzip ohne den tiefen Informationsbereich gut funktioniert und ein vernünftiges Bild abgibt. Sogar ein relativ warmes Bild, die Sonne scheint, also es passt tatsächlich. Frontkamera mit 16 Megapixel kann da jetzt nicht so ganz überzeugen, Schnappschussniveau ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben. Man kann damit schon noch brauchbare Bilder machen, wie es wirkt, aber künstlich hochgerechnet und halt eben auch zu hell. Es ist aber in Ordnung, was wir hier bekommen. Ja, genau, so sieht das dann aus. Die Nachtaufnahmen, ja, okay, wenn man schon weiß, dass die Hauptkamera nicht gut abschneidet, wird man auch wissen, dass man hier nicht gut wegkommt. Ihr könnt jetzt mal kurz die Unterschiede suchen. Ja, es ist ein bisschen heller geworden. Ein paar Grundrauschbereiche wurden aufgehellt, aber wirklich viel Unterschied ist es nicht. Bei Meerlicht sehen wir was. Ja, irgendwie auch kein Unterschied. Das sieht aus, als hätte ich das gleiche Bild zweimal geknipst. Soll aber tatsächlich der Nachtmodus sein. Wo es tatsächlich einen Unterschied gab, war bei dem Bild, obwohl das jetzt nicht scharf ist. Und zudem, da kommt dann mehr Helligkeit rein, aber das ganze Grundrauschen hier hinten drin, also man erkennt ja nicht mehr, was das für Figuren sind. Das ist übrigens Batman und da steht Quadral. Ja, also, ja, der Blitz feuert richtig los. Das ist ein sehr, sehr helles Bild. Dann erkennt man auch ungefähr, was hier steht und man kann fast lesen, was es ist, aber Nachtaufnahmen braucht ihr euch damit eigentlich gar nicht antun. Ist mit der Frontkamera so, ja, kann man machen, sollte man aber meiden. Ja, Videos können in 4K aufgezeichnet werden mit 30 FPS, das Ganze ist allerdings nicht stabilisiert. Wir haben einen sehr langsamen und trägen Autofokus, wie ich schon sage, es ist ein relativ cooler Effekt, aber es dauert zu lange. Wir haben kräftige Farben, das Bild an sich gefällt mir tatsächlich, bis auf auch hier die wiederkehrende Reflexion von der Lichtquelle, von der Sonne. Full HD ist im Kern das gleiche, ist ebenso wenig stabilisiert, ruckelt natürlich beim Laufen oder wackelt beim Laufen und hat halt die schlechtere Auflösung. Ne? Also, und man kann halt eben auch digital reinzoomen, aber das will man eh nicht. Und bei der Frontkamera, ja, wirkt so wie die normalen Bilder. Es ist halt einfach zu hell. Es wirkt künstlich hochgerechnet. Es ist nicht stabilisiert. Das Audio hat nur 135 Kbit pro Sekunde und ist mono und dementsprechend auch nur solide. Und ja, also mit der Kamera liefert hier Oktel auf jeden Fall erstmal nicht großartig was ab. Da geht definitiv mehr. Gerade weil wir halt einfach 250, 280 Euro für bezahlen oder aufwärts, also irgendwo bei 300 Euro sind, da erwarte ich mehr. Mit der gegebenen Leistung können wir natürlich auch zocken. Color Snake gehört jetzt nicht zu den Performance brauchenden Spielen, so rum. Aber hier kann man immer schön sehen, wie gut das Display denn tatsächlich funktioniert, ob man dann irgendwie so ein Input-Lag hat, also das heißt, wenn ich nach links gehe oder nach rechts gehe, ob das dann verzögert, angenommen wird und so weiter. Das funktioniert ganz gut, hat mir gut gefallen, also ist auf jeden Fall von der Seite her erstmal schon ein vernünftiges Display. Wie gesagt, nur 60 Hertz, Helligkeit im Außenbereich ist auch in Ordnung, dürfte aber gerne ein Stückchen heller sein. Farbgebung ist auch soweit alles in Ordnung, mit Sicherheit nicht on point, aber so für den normalen Alltag funktioniert das. So, kurzer Audiotest. Bei PUBG ist das immer ein bisschen leiser, also der Lautsprecher ist deutlich lauter, aber ist jetzt halt auch nur einfach normaler Durchschnitt. Man hört es einfach, das ist jetzt ohne großartigen Tiefgang und ja, das vielleicht kurz dazu. So, zur Grafik. Ich habe auf Ultra gestellt, beziehungsweise auf flüssig, das heißt, mehr geht nicht. Das läuft dann auch tatsächlich flüssig. Auch jetzt hier, wenn da alle Leute spawnen, funktioniert das gut. Was das Display angeht, wie gesagt, auch Aimen und Schießen funktioniert gut. Es ist aber definitiv wieder hier nicht der Schwerpunkt zu spielen, denn die Leistung reicht dafür zwar aus und auch für alles, was man so auf dem Markt irgendwie findet. Klar, irgendwo vielleicht auch eingeschränkt, weil
Ist ja nur kein High-End-Prozessor drin, aber halt aufgrund des Gewichtes, ne, wie gesagt, 495 Gramm, muss man da halt eben bewusst dann auch mit zwei Händen das Ding festhalten und spielen. Und es wird auf Dauer halt einfach schwer. Also wie gesagt, es ist eh ein Outdoor-Telefon und Gaming ist da jetzt eigentlich der falsche Bereich. Ja, kommen wir zum eigentlichen Highlight des Smartphones. Und zwar der 13.200 mAh Akku. Der kann, wie gesagt, mit 33 Watt beladen werden und das nimmt dann von 0 auf 100 ungefähr 150 Minuten Zeit in Anspruch. Wie gesagt, 13.200 mAh. Und dafür ist die Ladezeit gut. Induktiv kann ich das Ganze, wie gesagt, auch beladen. Allerdings dauert das dann mit den 15 Watt, die hier dann genutzt werden, auch locker 5 Stunden. Und wenn ich dann quasi Reverse Charging benutze, also um ein anderes Telefon induktiv zu beladen, werden nur 5 Watt genutzt. Dann könnt ihr euch ja quasi selber ausrechnen, wie lange das dann dauert. Also nochmal dreimal so lange. Was die Akkulaufzeit angeht, ist es jetzt keine Bestnote, aber wir kommen hier mal eben mit einer Display-Anzeit von um die 24 Stunden bei raus. Das bedeutet, wenn ich am Tag so 3 bis 4 Stunden das Gerät benutze, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, das ist ganz schön viel. Wenn man mal die Komponenten davon abzieht, die auch noch Strom verbrauchen, also Empfang und so weiter oder irgendwelche Apps, dann komme ich hier auf irgendwo zwischen 4 und 6 Tage Nutzbarkeit hin. Und das ist natürlich genau das, was diese Geräte auszeichnet. Aber das ist halt eben auch zu Lasten des Gewichts und der Größe, weil kompakt ist es auf jeden Fall nicht. Die Abmessungen sind gigantisch groß und das Ganze ist halt schwer. Es zieht ja halt wirklich die Hose runter. Es ist ein halbes Kilo, ne, was ihr da euch in die Hosentasche steckt. Aber wer eine lange Laufzeit sucht, ist jetzt hier mit dem Armo 13 zum Beispiel recht gut beraten. Also so ist es nicht. Kommen wir zum Fazit. Also das Telefon liegt irgendwo so bei 286 bis 320 Euro, je nachdem welchen Anbieter ihr euch da schnappt. Wir haben ein ziemlich gut ausgestattetes Telefon. Da ist ja im Prinzip alles drin, was ich brauche. Ich habe ein großes Display, ich habe eine LED-Nachrichtenanzeige, ich habe NFC, ich habe induktives Laden, ich habe die Wasserdichtigkeit, halt eben auch diesen fetten Akku und eine Kamera. Und den Entfernungs- oder den Lasersensor zu messen und noch ein paar andere kleine Dinge im System, also so Barometer und so ein Kram. Damit hat man eigentlich so eine Vollausstattung, was das angeht. Was den Prozessor angeht, hat der auch eine gute Leistung, so ist es nicht. Wir sind da im gehobenen Mittelklassebereich. Allerdings ist es für mich jetzt hier so eine inkonsequente Weiterführung, weil das Armor 11 oder 11T oder wie auch immer hatten schon den moderneren in 7 Nanometer gefertigten Dimensity 800 verbaut. Und der ist natürlich einfach nicht viel großartig flotter, aber moderner gebaut und effizienter, was den Akku angeht. Und gerade hier sind wir halt bei 24, 25 Stunden, da wäre noch mehr gegangen. Und spätestens dann, wenn man vielleicht ein AMOLED-Panel einbauen würde, und ich denke, bei 300 Euro kann man das ganz locker machen, dann würde man noch mal länger mit der Akkulaufzeit hinkommen. Also wie gesagt, rein vom System gibt es hier keine Einschränkung. Das System ist sauber, es ist flott, es arbeitet gut. Die Kamera hat ein paar lange Umschaltzeiten. Das ist jetzt nicht so prall. Die Kamera an sich ist auch nicht prall. Ich habe es halt eben im Videobereich erwähnt, dass es halt einfach schlechte Linsen sind. Deswegen mit Rückstrahlung, Reflexion und so weiter, das sieht man halt einfach. Aber so für den ganz normalen Alltag kann man das durchweg nehmen und nutzen. 5G, wie gesagt, fehlt noch, weil es halt im Prinzip kein top-aktueller Prozessor ist. Und die Kamera ist halt einfach nur solide. Und ja, der größte Kritikpunkt von meiner Seite aus ist eigentlich das extrem hohe Gewicht. Ich weiß, dass man für, auch wenn das jetzt vielleicht so nicht rüberkam, dass man sich bewusst für so ein Smartphone entscheidet und entsprechend Outdoor-Fan ist. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist ein halbes Kilo, was ihr euch einfach mal in die Hosentasche packt, irgendwo ranhängt und am Rucksack habt. Und ich finde, das ist extrem viel. Das sind gemessen 2 Telefone übereinander gelegt und dann hat man immer noch 50 Gramm Reserve im Vergleich zu dem Gerät. Das ist, wie gesagt, eine ganz bewusste Entscheidung. Und hier kann ich auch nur an jedem appellieren, wer Bock auf sowas hat, überlegt es euch gut. Denn, wie gesagt, das Gewicht ist enorm. Und zusätzlich, es wird keine großartigen Updates bekommen. Ihr werdet auf Android 11 stecken bleiben. Sicherheitspatches werden vielleicht nochmal kommen. Im groben Ganzen kann man aber sagen, dass Ulefone hier nicht patchfreundlich ist und da auch nichts in der Zukunft kommt. Also so wie gekauft, bleibt es auch. Ich will euch jetzt nicht malig reden, das Gerät. Ich weiß, dass das eine große Fangemeinde hat. Aber ihr merkt schon, es hat eben einfach ein spezielles Thema. Und ich denke, die meisten von euch wissen auch, ich bin jetzt nicht der Freund von riesengroßen Telefonen und vor allen Dingen auch mit dem Gewicht gebunden. Ist es halt einfach viel. Also für den Alltag finde ich es persönlich einfach unpraktisch. Also ich würde mir wünschen, tatsächlich diese Hardware einfach nur ein Stückchen kleiner, dass man halt wieder so ein 6-Zoll-Display hat. Und dann mag das halt auch mit dem Gewicht ein bisschen runtergehen. Und wie gesagt, man muss so gewisse Kompromisse eingehen. Aber im Kern macht man mit dem Armor 13 erstmal nichts falsch. Aber wie gesagt, bewusste Entscheidung, das Ding wiegt halt verdammt viel Gewicht. So, Feedback. Jetzt seid ihr gefragt. Was sagt ihr dazu? Ja, nein, vielleicht. Oder durch das Gewicht ist es da doch nichts. Wie gesagt, grundsätzlich gegen das Gerät spricht ja nichts. Schreibt es gerne rein. Ich freue mich. Links sind in der Videobeschreibung. Webseite nerd7.de, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter. Ja, da sind wir überall. Genau. Schaut rein. Bis dann.